Ich will euch heute was über Google Docs und Atlassian Confluence erzählen. Eigentlich ist es so, dass ich sagen würde, das ist quasi die Basistechnologie. Papier und Stift sind die, ja, sozusagen eine Technologie, die ich auch heute noch und ihr vermutlich auch in Treffen mit anderen ganz häufig anwendet. Also der Markus und ich treffen uns und sprechen über, keine Ahnung, was er in den nächsten 5 Jahren im Unternehmen erreichen will, und dann schreibe ich das halt auf, weil da irgendwelche Aufgaben für mich draußen entstehen. Und das ist irgendwie komisch, wenn ich mein Handy rausnehme, dann denkt er, ach, fängt er jetzt an, E-Mails zu lesen, während er mit mir spricht? Das geht um meine Zukunft hier. Und also schreibe ich es auf Papier. Und da kam dann irgendwann Microsoft mit dem Produkt Word um die Ecke und hat gesagt, das braucht ihr nicht mehr, Schreibmaschine könnt ihr auch in die Ecke stellen, das machen wir jetzt hier mit so einem Programm. Und ich weiß noch, wie, vermutlich war das so 84, 85, da kam mein Vater mit einem Rechner und der hatte eigentlich quasi sich eine Schreibmaschine gekauft. Da war damals noch kein Word drauf, aber er konnte Urteile tippen und die dann ausdrucken. Das war top notch. Und Word ist tot. Auch wenn das für ganz viele, die auch dieses Video schauen oder die zu unseren Kunden gehören, überhaupt nicht Realität zu sein scheint, ist die Erstellung von einer Datei mit der Endung .doc oder .docx und das Anhängen einer E-Mail und Versenden an irgendeinen Freund oder Kollegen total archaisch und überholt. Das hat so viele Nachteile, die werde ich jetzt hier auch nicht darstellen, dass das inzwischen längst durch, aus meiner Sicht, der ist der de facto Standard inzwischen Google Docs, oder von mir aus auch Microsoft Word Online, oder ich weiß nicht genau, wie das in dem Office 365 Konstrukt jetzt genannt wird, also sozusagen eine Website sozusagen ersetzt wurde. Microsoft hat dann auch so eine Brücke gebaut, dass ich tatsächlich auch ein ausführbares Programm auf meinem Rechner installieren kann, mit dem ich dann diese Datei, die eigentlich eine Website ist, dann von dort aus aufmachen und verändern kann. Und auch bei Google kann ich hier runterladen. Und dann kam irgendwann Atlassian, zumindest bei uns, um die Ecke. Für uns war das so 2009. Und sagte, hier, guck mal, wir haben dieses Confluence-Ding, das ist noch viel cooler. Und jetzt gibt es immer mehr Kunden, also ich habe jetzt gerade von Randstad gehört, die setzen Loom-Apps ein und wir bauen auf der Basis von Atlassian Confluence eine Intranet-Software, die heißt Linchpin. Und die interessieren sich dann dafür, vergleichen das zum Beispiel auch mit dieser anderen Software und sagen, ja, das ist eigentlich cooler, aber was ich noch nicht so verstanden habe, ich habe doch jetzt dieses Google Docs und warum jetzt eigentlich dieses Confluence? Und was ein bisschen böse an meinem Vortrag ist, ich setze jetzt voraus, dass ihr Confluence schon kennt. Und da wir hier beim Google Cloud Frühstück sind, ist das möglicherweise für den anderen oder Teilnehmer zu viel. Aber wenn ich euch jetzt erstmal Google Docs und dann Confluence zeigen würde, dann würden wir hier sozusagen Stunden sitzen. Und ich gehe jetzt also davon aus, dass ihr euch entweder später darüber informiert oder das einfach schon wisst, und werde mal so ein bisschen sozusagen am Ende bei dem Vergleich und Abgrenzung, also wann benutze ich denn jetzt was und warum, genau in diese Punkte will ich sozusagen reinspringen und euch da ein bisschen einen Eindruck geben. Für mich persönlich, um das Ergebnis vorwegzuwählen, ist es so, ich benutze beides und zwar auch ziemlich intensiv. Und genau deshalb finde ich diesen Vortrag spannend, um rauszufinden, warum kann das Sinn machen, das zu machen, weil es auch schnell gefragt oder häufig gefragt wird. Also es geht sozusagen um Confluence als sozusagen Word Processor, könnte man sagen, und um Google Docs. Eine relativ große Funktionsüberschneidung, also wenn wir jetzt Jobs to be done nehmen, gibt es da relativ viel ähnliche Dinge. Für uns bei Sabbat Media ist das ein Konstrukt, das sich jetzt, ich glaube, wenn ich es mit der Maus zeige, ist es einfacher. Also wir haben hier Google Docs, das ist dieser Kreis, und dann haben wir Confluence, das ist dieser Kreis, die wir hier im Rahmen des digitalen Arbeitsplatzes in dieser Blase Create Content zusammengepackt haben. Also zwei Stück aus einem Sammelsurium an Dingen, die unserer Meinung nach zu einem ordentlichen digitalen Arbeitsplatz dazugehören. Und ich bin nicht richtig, Entschuldigung, zu viel Pop-Lauter. Ne? Okay, und jetzt sozusagen zu meinen Analyseergebnissen. Also Google gewinnt mobil. Wenn ihr das ist jetzt ein Foto von unserer Linchpin Mobile App, aber nur, weil ich eins hatte. Wir haben selber eine mobile App gebaut, weil uns die von Atlassian nicht gut genug war, was auch schon relativ, also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, eine Google-App nachzubauen.
da sind die unschlagbar. Auch im, also meines Erachtens auch deutlich reifer als die Microsoft-Apps. Und immer dann, wenn es darum geht, unterwegs, im Bus, am Flieger, offline oder einfach unterwegs beim Laufen sozusagen irgendwelche Texte zu erfassen, schlägt Google Docs alle Atlassian-Anwendungsfälle hands down wirklich viel besser. Wo Confluence stärker ist, ist Atlassian bietet eine vollkommene Freiheit bei dem Deployment an. Das heißt, ich kann das in der Atlassian Cloud, ich kann bei Cybert Media in einer Private Cloud oder einer von mir gehosteten, von mir aus auch Google Cloud, das deployen lassen. Oder es tatsächlich auf meinem eigenen Blech in meinem eigenen Rechenzentrum installieren. Wir sind jetzt sehr stark in Deutschland unterwegs. 70% der DAX-Konzerne sind Kunden von Cybert Media. Und die mögen teilweise immer noch gerne wichtige Unternehmensdaten, Wissen umarmen können. Das gibt es bei Google nicht. Das ist eine reine Cloud-Company. Da werden alle Daten auf jeden Fall bei Google gespeichert. Da kann man sich dann über Sicherheit unterhalten, Two-Factor Authentication und die Vertrauenswürdigkeit von Google und so weiter. Aber die Möglichkeit, selber zu installieren, gibt es einfach nicht. Oh, die Folie, da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich die entfernen sollte, weil da genauso gut stehen könnte, Confluence ist cheaper. Also wenn ich mir jetzt einfach nur angucke, Confluence in der Cloud kostet $5 pro User, Google fängt irgendwie bei 6 Euro pro Monat einen User an. Und da sind ja nicht nur Google Docs drin, da sind noch ganz viele andere Sachen drin. Insofern habe ich jetzt einfach mal gesagt, Google ist cheaper. Wenn ich mir allerdings eine Unlimited-Lizenz, also ihr hattet jetzt 2.500 Mitarbeiter bei Randstad, da würdest du jetzt eine 10.000-User-Lizenz bei Atlassian kaufen und würdest vermutlich, wenn du jetzt keine Updates, du installierst auf deinem Rechner, kriegst du eine Perpetual License, kannst die Ewigkeiten nutzen, nutzt die 10 Jahre, da kommst du auf irgendwelche Cent-Bereiche pro User und Monat. Also 2 Cent oder irgend sowas kommen dann da anschließend raus. Also es ist bei diesen Server-Deployments durchaus, auch wenn man Updates kauft, nicht selten, dass Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeiter haben, nur einen Dollar oder sowas oder sogar noch weniger pro Monat zahlen. Insofern ist es sehr schwierig zu sagen, wie vergleiche ich denn den Preis? Weil das natürlich, wenn ich das selber installiere, muss ich es ja auch betreiben. Das ist ja bei dem Cloud-Dienst schon drin. Insofern ist der Preisvergleich sehr schwierig. Schwierige Folie auch. Wo Google auch gewinnt, ist bei Real-Time Collaboration. Also wenn ich Texte habe, die ich gleichzeitig verfassen will, der eine auf dem iPad und der nächste auf einem Android-Smartphone und der nächste sitzt an einem Rechner, dann geht das in Google Docs total unkompliziert. In Confluence geht das auch, aber jeder braucht einen Desktop. Oder du musst die Desktop-Variante auf dem Handy benutzen, was total hakelig und problematisch ist, wenn ich jetzt irgendwie auf dem iPhone versuche, da auf der Confluence-Oberfläche was zu bearbeiten. Das funktioniert nicht richtig. Da gewinnt Google auf jeden Fall auch. Wo Confluence gewinnt und wo Google richtig schlecht ist, ist bei der Auffindbarkeit von Informationen. Also was ich behaupte, was bei Randstad so gut wie nie passieren wird, ist, dass Leute sich sozusagen inspirieren lassen von Dateien, die andere Leute erstellt haben, von denen sie gar nicht wissen, dass sie existieren. Diesen Anwendungsfall, den gibt's in, den kann Google gar nicht. Also ich kann natürlich durch die einzelnen Dateiordner oder Team-Drives durchsurfen und kann alle mir freigegebenen Dateien angucken. Und da kann ich auch was entdecken bei. Jetzt könnt ihr euch ja mal fragen, wenn ihr jetzt so Shared-Drives heute habt, wie häufig ihr auf K-Doppelpunkt so rumsurft und da mal so Sachen aufmacht. Das macht ihr nie. Das ist Zeitverschwendung, das macht kein Mensch. Das ist auch nicht spannend, das hat keinen Kontext, das ist Quatsch. Da kann ich nur mir überlegen, dass das vermutlich eine Datei ist, die ich jetzt eigentlich löschen könnte, aber ich kann sie nicht löschen, weil ich nicht weiß, ob der Lastbär vielleicht doch nochmal drauf zugreifen will oder vielleicht morgen den Kram aktualisieren wird. Und das ist in Confluence halt ganz anders. Also da ist alles ein Netz miteinander verwoben. Ich habe Hierarchien zwischen Dokumenten, die sind miteinander verlinkt. Ich kann Dokumententeile in andere Dokumente integrieren. Da sind ganz viele Add-ons, die man tatsächlich benutzt. Also für Google Docs gibt es auch ganz viele Add-ons. Also zum Beispiel, wir geben ja auch Draw.io heraus, also eine Diagramming-Lösung. Die gibt es für Google kostenfrei und für Confluence kostet die richtig viel Kohle. Also wenn ihr jetzt eine Unlimited-Lizenz habt, zahlt ihr für Draw.io für die Unlimited-Lizenz, ich glaube, $12.000 und bei Google ist die kostenfrei. Trotzdem gibt es halt viel, viel mehr Nutzer bei Confluence, weil das einfach viel besser und integrierter funktioniert und auch auffindbarer ist. Confluence gewinnt ganz klar, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit und dauerhafte Informationen zur Verfügung zu stellen.
Also wenn ihr jetzt eine Richtlinie macht und die in Google herstellt mit Google Docs, also so gehen wir vor, wenn du deinen Mietwagen oder deinen Firmenwagen gegen die Wand setzt, dann ist das ja sozusagen, schreibe ich einmal auf, und in den nächsten 10 Jahren liest hoffentlich jeder diese Richtlinie, wenn er seinen Firmenwagen irgendwo gegen den Baum gefahren hat. Und das funktioniert in Google eigentlich nicht besonders gut. Das aktuell wäre jetzt mein Vorschlag noch ausdrucken. Oder von mir aus kann man sich sozusagen ein anderes Tool anschaffen wie Lumaps und das dann versuchen, da auffindbar zu machen. Was Confluence auch sehr gut kann, ist das Gefühl zu schaffen, dass Inhalte, die du gar nicht erstellt hast, dir gehören. Also, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, aber wenn ihr jetzt ein Word-Dokument erstellt, dann habt ihr hoffentlich das Gefühl, dass das euer Word-Dokument ist. Denn ihr habt es erstellt. Ja, also das ist relativ einfach. Und in Google wird das auch noch sehr stark dadurch promotet, dass in Confluence ist eine Datei per se für alle offen, auch zum Schreiben und Verändern. In Google ist es erstmal nur innerhalb dieses Team Drives oder für euch vielleicht auch nur zugänglich. Und ihr könnt dann aktiv andere Leute freischalten. Also ein ganz anderer Ansatz. Also Confluence ist open per default. Und in Google ist es nicht unbedingt closed per default, aber zumindest mal in die Richtung. Und wenn jetzt aber der Volker mein Dokument für die Richtlinie für den Firmenwagen findet und denkt, ah, das ist falsch, ich hatte das nämlich schon und das lief anders ab. Ich ergänze jetzt hier mal in 2 Zeilen. Und dann kommt der Markus vorbei und macht da auch noch was rein. Und dann kommt noch jemand anderes vorbei. Und dann denkt der Volker, nee, das ist ja falsch, was der jetzt geändert hat. Und ändert das wieder zurück. Dann beginnt genau das, was ich hier meine, dass der Volker quasi das Gefühl hat, dass die von mir erstellte Richtlinie ihm mitgehört. Weil er nämlich sozusagen das Dokument abonniert hat, sieht, ah, der Markus hat die Änderung gemacht, das ist aber nicht korrekt, ich korrigiere das nochmal. Und diese Effekte, also Collective Code Ownership, sagen die Entwickler, oder kollektive Eigentümerschaft von Word-Dokumenten oder jetzt Confluence-Seiten in dem Fall, das gibt es eigentlich nur in Wikipedia oder halt entsprechend in Confluence. Außerdem ist es so, wenn ihr in Google versucht, irgendwo was zu abonnieren, das ist einfach Quatsch. Da würde mich interessieren, hier bei Randstadt, habt ihr eine Lösung, um einem Word-Dokument zu folgen? Also bei Google gibt es dieses, also bei diesem Spreadsheet gibt es ja das Tool, dass ich mir bei Änderungen irgendwie eine Nachricht schicken lassen kann, was auch schon ziemlich mies ist, weil ich nicht in der E-Mail sehe, was genau geändert wurde, sondern ich erst in das Dokument gehen muss und dann in die Änderungshistorie und dann kann ich das sehen. Und für Docs habe ich jetzt was installiert, das mir das schickt, aber auch natürlich wieder kein Diff sozusagen. Also in Confluence sehe ich in der E-Mail schon, was du geändert hast. Das heißt, ich gucke die E-Mail an und sehe, ach ja, stimmt, habe ich ganz vergessen, wie geil, der Markus hat mein Dokument verbessert. Und dann stelle ich die E-Mail auf gelesen und das war's. Während in Google muss ich immer erst sozusagen den Medienbruch aus der E-Mail heraus in das Tool durchführen. Und das funktioniert gar nicht, ganz abgesehen davon, dass so ein bisschen creepy ist, also eine Software zu installieren, die auf einmal auf alle meine Dokumente Zugriff hat, nur damit sie mir eine E-Mail schicken kann, wenn alles verändert wird. Also das ist so ein bisschen schwierig. So zusammenfassend würde ich sagen, Google ist super schnell, sehr reduziert und simpel. Also wenn ich mal wieder hier zu meinem Stift und meinem Papier zurückgehe, das ist Google in heute. Also das war sozusagen, könnte man sagen, noch vor Gutenberg, ja, die Technologie. Und die weiterentwickelt im Jahr 2019 ist Google Docs. Und Confluence ist eher so die Ewigkeit in der Bibliothek. Also die Sachen in Google Drive, die sind nach Fertigstellung und 3 Wochen sind die irgendwo da drin. Auch über eine gute Google-Suche auffindbar. Darum geht es nicht. Ja, also ich kann mit Filtern und wer hat es bearbeitet und wann und so, kriege ich das alles wieder. Aber ich muss wissen, dass ich dieses Dokument suche. Also es gibt keine Möglichkeit für mich, als einer von 2600 Randstadt-Mitarbeitern zu sagen, ach, ich schwelge mal in unserem Unternehmenswissen. Und das kann ich in Wikipedia durchaus machen. Also in Wikipedia kann ich durch die Gegend surfen und mir was über Bienen und dann was über Blüten und dann was über Botanik und dann was über meinen Garten, und das geht sozusagen vom Stöckchen ins Nächste. Und das geht in Confluence halt auch, nur halt für mein Unternehmenswissen. Confluence ist wie so ein alter Mann, also da das sehr mächtig,
Der hat unheimlich viel Erfahrung, der hat schon ganz viel erlebt und den kann ich Sachen fragen. Er hat sozusagen Wissen gespeichert. Also die Software ist mächtiger als Google Docs. In Google Docs komme ich schneller rein, aber bin dann auch schneller fertig. Dann zählt nur noch Kreativität. Also ich muss als Anwender, muss ich kreativ sein, damit ich Google Docs wirklich bis zum Ende ausreißen kann. Ich kann ja auch mit dem Zettel und dem Stift ganz schön viel machen. Malen zum Beispiel, Kunstwerke und so weiter. Da kann man mit Google Docs auch unheimlich viel machen. Bei Confluence würde ich sagen, ist vielleicht das Onboarding ein bisschen aufwendiger. Also noch mehr Sensei. Aber dafür komme ich auch viel weiter. Also wenn es jetzt zum Beispiel, ich glaube, jetzt wird niemand anfangen zu versuchen, ein Qualitätsmanagement-Handbuch mit Google Docs zu bauen. Das ist Quatsch. Also das würde ich sagen, das macht keinen Sinn. Also dann kannst du auch, das ist nur alter Wein in neuen Schläuchen, so gut wie eure Word-Dokumente, die ihr heute benutzt. Der Inhalt lebt länger. Was ich damit meine ist, es gibt einfach viel mehr Iterationen über einen längeren Zeitraum. Also ich mache heute was, in 2 Wochen machst du was, in 3 Wochen machst du was, in 4 Wochen machst du was. Und nach einem Jahr haben wir 300 Iterationen an einem einzigen Dokument. Sowas passiert in Google nie. In Google ist es so, wir arbeiten du schüttelst den Kopf, die Datei will ich sehen. In unserem Confluence suche ich dir innerhalb von 5 Minuten 300 Dateien raus, die mit 150 Mitarbeitern in den letzten 12 Monaten mindestens 300 Mal angefasst worden sind. Du findest keine 7. Behaupte ich. Also das ist jetzt bösartig, aber es geht ja auch sozusagen mehr um einen Trend, ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Meinung von mir mit dabei, aber so generell, glaube ich, ist das mit Iterationen in Confluence bei uns zumindest deutlich intensiver. Google ist für mich jetzt und in kleinen Gruppen. Also wenn ihr versucht, ein Google-Dokument mit 400 Leuten zusammen zu bearbeiten, don't try. Das mag technisch gehen, aber das macht einfach keinen Sinn. Es macht schon bei 5 Leuten, die gleichzeitig bearbeiten, ist es schon sehr schwierig, weil dadurch unheimlich viel Komplexität in einem Dokument entsteht. Also der eine schreibt hier, der nächste schreibt da und auf einmal verrückt das, weil er ein großes Bild eingefügt hat, schwupps, bin ich sozusagen in meinem Bildschirm verrückt. Was ist denn jetzt passiert? Ah, da hat jemand ein Bild eingefügt. Ah, warum denn? Was ist denn das für ein Bild? Ach, was wollte ich denn eigentlich machen? Also da entsteht relativ viel Komplexität und man muss schon so ein bisschen so ein Technologie-Nerd sein, um das mit 5 gleichzeitig Bearbeitenden aushalten zu können. Wo Google zum Beispiel cool ist, ist, ihr seid in einem Meeting, 3 Leute sind irgendwie fürs Protokoll zuständig, die gucken sich das an und dann sehe ich, was die anderen schreiben, so protokollieren. Also die verschriftlichen ja quasi das, was gerade im Meeting passiert. Das meines Erachtens durchaus sinnvoll. Also jetzt in den kleinen Gruppen. Ich habe hier nochmal 2, das ist Wahnsinn, also es gibt sozusagen 2 Ressourcen zu dem Thema. Wenn ihr, das ist vielleicht jetzt nicht gut für Atlassian, aber also ich habe sozusagen einen Blogartikel gefunden von dem Josh Todd, ganz, ganz spannend, und eine Ressource von Atlassian selbst. Ich habe die auch mal aufgerufen, freut sich gemeinsam zu lesen, aber hier ist der Artikel von dem Josh Todd. Der hat sozusagen, das ist ganz interessant, I've been advocating internally at work to move all conversational documents to Confluence instead of Google Docs. Also die benutzen Google schon ganz intensiv und der will jetzt, dass sein Team anfängt, Confluence zu benutzen und schreibt halt, warum das besser ist und so weiter, also relativ ähnlich wie mein Vortrag, und schreibt dann conversational documents, also damit meint er Product Specifications, Product Plans, Brainstorming Docs and other written thing where you are planning to solicit feedback in the form of comments. Und dann hat Confluence oder Atlassian selber unter ihren Evaluator-Bereichen sozusagen so ein bisschen aufgeschrieben, was für Funktionsänderungen es da gibt. Ich bin hier eigentlich weitgehend durch. Diese Links sind vielleicht noch spannend. So als Zusammenfassung würde ich sagen, in meiner Welt, und das wäre auch meine Empfehlung an euch, wenn ihr jetzt Confluence im Unternehmen habt und Google Docs, dann wäre mein Vorschlag nicht zu versuchen, das eine zu killen, damit das andere noch stärker wird, sondern eher zu sagen, Google Docs ist sozusagen der schnelle Start in das Dokument und Confluence ist sozusagen die Endstation, wo die Sachen am Ende leben und auffindbar bleiben, mit kleinen Änderungen iteriert werden können und so weiter. Ja, das wäre mein Vortrag und mein Pitch zur Abgrenzung zwischen Google Docs und Atlassian Confluence.
Vielen Dank für diesen inspirierenden Vortrag. Gibt es denn Fragen dazu? Da hinten sehe ich eine. Also ich gebe dir recht, Google Docs ist tatsächlich an der Stelle, würde ich sogar sagen, von den Google Cloud-Produkten noch das, was noch am ehesten Entwicklungspotenzial hat, sagen wir es mal so. Die Frage, die sich mir ein bisschen stellt, habt ihr wirklich Fälle, wo ihr mit so großen Truppen tatsächlich in einem Dokument arbeitet? Also ich, bei uns kenne ich es eigentlich eher so, ich kann nicht immer vorhersehen, wer in dem Dokument arbeiten wird. Ich weiß, es können prinzipiell größere Teams sein, vielleicht sogar das ganze Unternehmen, aber in der Regel sind es ja doch nur einige wenige, die tatsächlich an irgendwelchen Tabellen, Docs oder sonst was arbeiten. Also jetzt gerade bei Textdokumenten ist meine Erfahrung, dass das doch eher eine überschaubare Personengruppe ist. Da fehlt mir jetzt ein bisschen der Use Case, wo du sagst, du hast wirklich eine Truppe von mehreren hundert Leuten, die ein Dokument nicht nur einfach abrufen, weil unsere Erfahrung ist, es gibt einen gewissen Pool an Kollegen, die ein Dokument updaten und der Rest ruft es eigentlich nur ab. Ja. Hast du da mal ein Beispiel? Ja, ganz viele, glaube ich sogar. Also das einfachste Beispiel, dass unsere Kunden, wenn ich das bringe, häufig als Kokolores abtun, weil es sozusagen kein direkten, aber bei uns ist sozusagen eine der am häufigsten veränderten Seiten die Massageliste. Wir bieten hier Massagen an und die Kollegen können sich da eintragen. Also irgendwelche Listen, in denen ich meinen Namen eintrage oder jemand anderen rausschmeiße, weil der war schon mal bei der Massage und jetzt bin ich dran und so. Da haben wir sozusagen mehrere tausend Bearbeitungen pro Jahr an diesem Dokument. Das könnte man auch irgendwie mit einer Google-Tabelle oder sowas versuchen abzubilden. Das ginge. Die Anwendungsfälle, ich hätte gesagt, ich finde ganz viele, die finden in der Regel, ich stimme dir zu, wenn wir einen Brief an unseren Kunden Meier schreiben und dem einen Vertrag kündigen wollen oder zu einem Auftrag Glück wünschen, dann machen wir das zu zweit oder zu dritt. Wenn der Meier wirklich wichtig ist, dann sind wir vielleicht zu fünft da dran und am Ende guckt der Vorstand nochmal drüber. Aber also wir sind hier sozusagen in diesem Bereich Create Content und da eher in kleineren Gruppen unterwegs, dann stehen dann abgeschlossene Dokumente, die verschicken wir und die können auch tot sein anschließend, weil der Brief ist jetzt verschickt, also das Dokument ist da. Immer wenn ich jetzt hier oben in diese Bereiche komme, ich will Leute informieren, ich will Wissen abrufbar machen oder ich will mit Leuten interagieren, dann entstehen Situationen, in der Dokumente sehr, sehr viele Bearbeitungen haben. Also nimm zum Beispiel mal einen Org-Chart. Da würden jetzt auch vermutlich die meisten sagen, na, das Org-Chart, das darf ja nicht jeder bearbeiten. Auch da kann man jetzt kulturell drüber sprechen und sagen, naja, wird jetzt vermutlich nicht der Markus sich zum Vorstandsvorsitzenden machen, auch wenn er die Schreibrechte auf das Dokument hat, sondern er macht nur sozusagen legitimierte Änderungen. Und ansonsten habe ich ja dieses Content Ownership und kann das kontrollieren, einfach wieder zurückrollen und sagen, Markus, das war nichts, bist jetzt doch nicht Vorstandsvorsitzender, ein Klick und dann ist es wieder rückgängig gemacht. Und gerade, also was wir zum Beispiel ganz häufig sehen, ist Mitarbeiter, Product Owner, Service Owner, die haben ein Bedürfnis, Sachen anzukündigen. Und die haben eine Zielgruppe, bei dem einen sind es 15 Leute, bei dem anderen sind es 60 Leute, bei dem nächsten sind es alle 150 Leute. Und die wollen erstmal sozusagen den Leuten sagen, hier, das und das ist passiert oder das wird passieren, irgendwas ankündigen. Und jetzt sollen die anderen aber darauf reagieren, also zumindest mal mit einem Like und sagen, finde ich gut, dass ihr das macht, super, alle sollten Chromebooks haben. Oder die schreiben dann, hier, das mit den Chromebooks, das ist total doof, war eine Frage, die ich dir vorher nicht gestellt hatte. Ja, ich kann da gar keine Screenshots ordentlich machen. Also es gibt zwar die Möglichkeit, Screenshots in dem Chromebook zu machen, aber das war der Grund, warum ich auf den Mac wieder zurückgegangen bin. Sozusagen Screenshots mit dem Mac sind sozusagen besser, weniger Klicks, schneller, leichter annotiert und so weiter. Dauert auf dem Chromebook für mich 7 Klicks zu lange. Fand ich doof. Und das will ich jetzt halt diskutieren. Da sagst du, ach komm, Screenshots nicht so wichtig, brauchst du nicht, die App installiere ich nicht auf dem Chromebook, ist ein Sicherheitsrisiko, machen wir nicht. Sag ich, doch, musste. Und dann kommt der Peter noch und sagt, ich brauche auch Screenshots. Und also diese Diskussionen, die in solchen Räumen hier entstehen, die entstehen in Confluence-Seiten auch und in Google Docs nie. In Google Docs habe ich zwar auch diese Inline-Kommentare, ich kann sagen an der Stelle, aber das sind dann immer auf den Inhalt bezogen. Also guck mal, ist doch ein Rechtschreibfehler, die Datei, diese Zahl, die müssen wir nochmal validieren, hier müssen wir noch einen Link. Also quasi redigierende Kommentare finden da statt.
In den Konferenzseiten finden ganz viele Diskussionen statt. Und was halt auch ganz viel stattfindet, ist, die Leute korrigieren einfach Sachen. Du hast einen Rechtschreibfehler gemacht, bitte mach da ein Komma rein. Oder korrigiert dein Wort. Oder schreibt noch was zusätzlich dazu. Und das ist was das hat so Wikipedia-Style. Und das kommt so aus dem Blauen heraus. Das ist eine relativ lange Antwort gewesen. Wir müssten uns vermutlich da nochmal genauer zu sprechen. Dann könnte ich noch bessere als Massagelisten und Organigramme und Projektlisten benennen. Aber vielleicht hilft das ein bisschen als Antwort. Vielen Dank. Gibt es eine weitere Frage? Ich glaube, der Markus hat noch eine, aber ich habe ihn tot geredet. Moment, ich bringe dir ein Mikrofon, dann kannst du sie stellen. Ich hatte eigentlich die gleiche Frage, nämlich nach Beispielen, wo viele Leute an einem Dokument regelmäßig arbeiten. Aber ich hatte noch eine andere. Du sagst ja die ganze Zeit, das ist ein bisschen so wie bei Wikipedia und da gibt es so ganz viele Links zwischen den einzelnen Informationen. Werden diese Links da auch automatisch gesetzt und erkannt durch Begriffe, die zum Beispiel irgendwo anders definiert oder erklärt sind? Oder wie entsteht denn dieses Netz, was du ja gerade gesagt hast? Ja, also erstmal ist das ein großer Unterschied zwischen Confluence und Google Docs tatsächlich, dass du in Google Docs sind das eigentlich so dokumentenzentrische, monolithische Gebilde. Lies mal von oben nach unten, dann ist fertig. Ich kann natürlich einen Link da einbauen, aber das ist in Confluence ist es zum einen so, diese Links, um die Frage zu beantworten, setzt du in der Regel manuell, aber die aktualisieren sich dynamisch. Also wenn du das Dokument zum Beispiel umziehst und umbenennst oder so, dann werden die automatisch da auch aktualisiert. Aber es gibt noch viel mehr semantische Verknüpfungen zwischen Dokumenten. Erstmal sind Dokumente in Spaces, also in Bereichen zusammengefasst. Das ist vielleicht für diejenigen, die sich in Google auskennen, da gibt es diese Team Spaces, das ist sozusagen ähnlich. In Confluence lassen sich die Rechte und die Zugriffsbereiche dann noch deutlich granularer einstellen, aber es ist ein Detail. Also das heißt, ich habe jetzt eine Eltern-Kind-Beziehung zwischen Dokumenten. Also mein Dokument Massage gehört zu irgendwo in dem Bereich Büroorganisation. Und diese Verbindung, dieser ganze Baum, den gibt es, wenn ich sehr gut bin in Google Drive, gibt es den über eine Ordnerstruktur oder sowas. Aber in Confluence ist es halt sozusagen sichtbar und direkt auch erlebbar, diese Brotkrumenpfade zum Beispiel. Dann gibt es Labeling. Ich weiß gar nicht, man kann doch bestimmt in Google Docs auch Labels für, also irgendwelche Schlagwörter für Dateien vergeben, oder? Also jedenfalls in Confluence ist es sehr üblich, in Google verwende ich das nie. Und dann habe ich sozusagen Sachen, die gleichen Schlagworte haben, die werden mir auch vorgeschlagen, guck mal hier, das und das. Das ist nicht besonders schlau, um ehrlich zu sein. Also jetzt geht Confluence nicht hin und analysiert den Inhalt, den ich geschrieben habe und sagt, ach, das muss doch hier Mitarbeitermotivation sein, was du hier gerade machst. Und dann nehme ich das Schlagwort, sondern ich muss es schon selber eingeben. Ich gebe dann Mitarbeiter ein, dann kriege ich alle Schlagwörter, mit die so anfangen. Aber durch das Tagging entsteht halt auch eine semantische Verknüpfung. Und was meinst du, das ist der Riesenunterschied und die eigentliche Antwort auf deine Frage ist, in Confluence werden tatsächlich Links zwischen Dokumenten gesetzt, in Google Docs setzen Mitarbeiter eigentlich nie Dokumente zwischen zwei Google Docs. Das ist die absolute Ausnahme. Und also diese Realität kann ich jetzt versuchen zu erklären, aber das passiert halt. Und das ist ein großer Unterschied. Gut, noch jemand eine letzte Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal einen herzlichen Applaus für Martin.